Wir haben wunderbare Prediger gefunden. In diesem Jahr wird es so sein, dass zwei Prediger am Abend zu hören sind. Beginnen werden wir mit den Domspatzen und Domkapellmeister Professor Büchner. Wir werden Studenten predigen lassen, zusammen mit dem Studentenpfarrer. Eine große Besonderheit, worüber ich mich freue, dass auch eine Person mit Behinderung, eine Spastikerin, zusammen mit dem Direktor der katholischen Jugendfürsorge predigen wird. Meine Wenigkeit wird versuchen, ein ganz schwieriges Thema anzusprechen. Ich wollte eigentlich jemanden predigen lassen, der geschieden ist, der nach einer zerbrochenen Beziehung seine Erfahrungen nicht nur schildert, sondern auch ganz ehrlich sagt, welche Wünsche hat er denn auch an die Kirche. Aber es ist verständlich, dass sich vielleicht so eine Person nicht einfach outen möchte in der Öffentlichkeit, aber ich möchte dieses Thema nicht übergehen. Da werde ich dann meine Erfahrungen in der Seelsorge berichten. Und abschließen werden wir mit einer Journalistin, einer Russlanddeutschen, die einfach diesen Hintergrund der Heimatvertriebenheit in den Blick nimmt, zusammen mit dem Chefredakteur der Mittelbayerischen Zeitung, Herrn Saurer.